Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von State of Mind mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Mal gucken, was Steve rausgekriegt hat. Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Ist was passiert? Hat Frank dich auf irgendeinen Mist angesetzt? Nein. Was dann? Was ist los? Ich bin gefeuert. Was? Rausgeschmissen, ja. Wieso das denn? Das musst du Frank fragen. Irgendein Schwachsinn. Direktive der Geschäftsleitung. Ich bekomme einen Projektvertrag. Auf ein Jahr befristet. Das gibt's doch nicht. Du musst dir einen Anwalt nehmen. Ach, hör bloß auf. Und musst du jetzt deinen Arbeitsplatz räumen? Dein neuer Kollege Troy sitzt da ab morgen. Frank lässt mich aber hier noch ein bisschen rumlaufen. Ich darf auch das Netzwerk benutzen. Großzügig, was? Wie bist du mit dem Memory-Chip vorangekommen? Ach so, ja, ich bin fertig damit. Na und? Was ist drauf? Zeig mal her. Na schön. Siehst dir an. Oh. Weitergehen. Gut. Ich habe sie doch gesehen. Aber da hatte sie vermutlich. Hier ist das Fahrrad. Der geht nicht. Okay. Das sieht besser aus. Warum? Kann ich hier auf den Raum? Nee. Jetzt habe ich den wieder. Ich bin echt überfragt. Was ich hier machen soll. Kopfhörer. Küche. Hier ist der Schrank. Das Bett. Da ist Tracy. Das ist John. Das ist es noch nicht. Ich kann ja sonst auch nichts anderes hier machen. Also ich habe den Kreis, ich kann die Figur hier hin und her steuern. Und mehr geht hier nicht. Okay. Okay, sagt er. Gut. So, fast geschafft. Hä? Muss ich hier? Ach, ich kann hier den Raum so entsprechend wiederherstellen. Alles klar.
Ist das treu? Okay. Das sieht besser aus. Das ist... Ich orientiere mich jetzt auf den... Ich hab's. Da. Da ist er. Siehst du ihn? Was macht dieser Armleuchter in meinem Apartment? Wie es aussieht, hilft der Tracy beim Zusammenpacken. Er spricht mit meinem Jungen. Ich bringe ihn um. So ging das. Ich schwöre dir, ich bringe ihn um. Wer ist das? Richard, du weißt doch gar nicht, wie er zu Tracy steht. Er könnte einfach ein Umzugshelfer sein. Umzug wohin? Es ist doch ganz klar, was da läuft. Tracy ist mit diesem... Und James. James hat sie gleich mitgenommen. Ich muss wissen, wer das ist. Ich muss meinen Jungen zurückholen. Du musst mir helfen, Steve. Ihn identifizieren? Na gut. Wir können es ja mal probieren. Mach eine Bildvergleichssuche. Schick es durch die Archivdatenbank. Okay. Okay. Tja. Nichts. Gar nichts? Er muss doch irgendwelche Spuren in der Cloud hinterlassen haben. Vielleicht ist er ein Hacker. Was ist mit seinen Bewegungen? Die kann ich nicht prüfen. Vielleicht doch. Es gefällt mir nicht, aber... Move Scan. Wir checken sein Bewegungsprofil und finden raus, wer er ist. Richard, Move Scan ist eine Polizeidatenbank. Damit finden wir ihn. Hast du nicht selbst dazu einen Riesenartikel? Ich weiß, Steve. Aber hier geht's um meinen Jungen. Wir brauchen nur einen Zugang. Das ist illegal. Außerdem, wo willst du denn... Das lass meine Sorge sein. Zwielichtiges Volk gibt's unten ja genug. Mhm. Okay, Steve. Danke erstmal. Ich muss los. Ich melde mich. Move Scan. Dann wollen wir mal runter. Die Typen, die ihn da angemacht haben. In der letzten Folge, als wir hochgehen wollten. Ich denke mal, die müssen wir jetzt ansprechen. Wenn wir sie noch wiederfinden. Das ist der Scan. Da hinten standen die. Da hinten? Das sind die doch gar nicht. Ein paar andere sind hier nicht. Huch. Wer ist denn diese Frau da? Ist das überhaupt eine Frau? Jackie Schreier. Die Jungs sind hinten, wenn du was brauchst. Aha. Okay, die Jungs sind hinten. Er geht von allein. Ach nein, da bist du ja wieder, Mann. Brauchst doch was, hm? Ich hab's gewusst. Wo ist der Typ, der eben noch dabei war? Euer Freund. Chase. Hey, nicht jetzt, Mann. Chase redet gerade mit Dr. Roboarm. Roboarm? Was? Vor einer Stunde ungefähr. Und was war das für eine Stimme? Sicher? Okay. Verstehe. Der ist gerade beschäftigt. Aber du kannst auch bei mir kaufen. Du sagtest, ihr habt illegale Passwörter. Ich brauche eins für MoveScan. Für eine Recherche. MoveScan? Bekommst du von uns. Für 800. Verschlüsselt natürlich. Ha! Na sowas. Da ist er ja wieder. Hör zu, ich ruf dich später zurück. Mhm. Okay. Sonst noch was? Ich habe gerade von dir gesprochen. So? Mit wem denn? Vielleicht sagst du mir mal deinen Namen. Wozu? Ich weiß gern, mit wem ich Geschäfte mache. Aha. Richard. Und weiter? Richard? Nolan. Richard Nolan. Ich bin Journalist. Natürlich. Richard Nolan. Ja, genau. Hast du ein Problem damit? Nein, aber du hast jetzt eins. Wieso? Schnappt ihn euch. Hey, hey, Moment mal, ganz ruhig, ja? Jetzt pass mal auf, Bulle. Wenn du das nächste Mal einen Kauf fingierst, solltest du dir den anderen Namen aussuchen.
Ich bin kein Bulle. Richard Nolan ist tot. Hä? Was? Wer sagt das? Jay sagt das. Er lässt dich grüßen und wünscht dir einen schönen Krankenhausaufenthalt. Welcher Jay? Mach den fertig. Aua. Was? Oh, jetzt sind wir wieder bei Adam. Der dann da vom Unfall im Tunnel? Den hatte doch Richard. Kabinka. Hä? Was ist das da drin? Verdammt. Wie krieg dich? Hab dich. Find Charlie? Finde Charlie. Oder Feind. Entschuldigung. Welcher Charlie? Was? Sonderbare Nacht. Huch. Wo ist denn meine Holopin-Wand? Warum muss ich wieder husten? Amy? Hier ist keiner. Da. Unfall auf Zirkrut Street. Car Company verspricht schnelle Aufklärung. Was zu dem Kabinen-Car-Unfall geführt hat, der sich am Sonntag ereignete, bleibt ein Rätsel. Doch die Car-Company verspricht rasche Aufklärung. Hallo, Hoover Car, Kabinen-Car, alle. Sorry. Johns Entwicklung spricht wenig. Doppelbilder, Schwindel, Gedächtnisprobleme. Entschuldigung. Oh, wartet mal. So. Huch. Wo sind denn alle hin? Ist er ganz allein zu Hause? Ist der Junge wenigstens da? Von allen Fragen der Welt gibt es eine, die du dir täglich stellen solltest, John. Bist du wirklich glücklich? Glück entsteht in deinem Gehirn. Ich könnte dir viel erzählen über dein glückliches Gehirn, über Dendriten und Synapsen, aber das wäre sehr langweilig. Stell dir stattdessen eine Höhle vor. Eine kleine, hohle Kugel, gefüllt was mit einer süßen das? Flüssigkeit. Ein Datenfragment? Denn damit hat einmal alles begonnen. Unbekannt, möglicherweise schädlich. Ich verliere den Verstand. Ich verliere wirklich den Verstand. Oder... Oder das ist irgendein alberner Test. Vielleicht. Wir sind wieder in Berlin. Ja, aber ein schönes Waldchen. Steve? Richard, du siehst nicht gut aus. Das geht schon.
Ich hatte ein bisschen Ärger. Mit den Dealern unten, oder wie? Was machst du denn auch? Komm erst mal rauf. Hier ist nichts Neues. Gut, da habe ich den Stick noch. Passwort. Gut. Dann gehen wir mal rauf. Da kann ich wegfahren. Das will ich aber gar nicht. Ey, geh aus dem Weg. Ich gehe jetzt über den Damm. Boah. Helfen Sie unseren Behörden, nein! Zu besiegen. Helfen Sie unseren Behörden, Kriminalität effektiver zu bekämpfen. Bold Lieferservice. Oh, ich glaube, der alte Mann ist ein bisschen müde. Ah, warum? The voice, the voice. Zur Arbeit gehen. Und ein bisschen verärgert immer noch. Scheiße, meine schöne Tastatur. Mensch, Richard, sieh dich mal an. Wie eine Leiche. Hast du wenigstens bekommen, was du wolltest? Ja, hier. Jetzt guck nicht so. Es ist nur ein Passwort. Hilfst du mir? Also schön. Aber eins sage ich dir gleich. So schnell geht das nicht. Das kann ich nicht alles online machen. Ich muss erst eine Kopie von der Datenbank ziehen. Wie lange dauert das? Ein Tag. Mindestens. Okay. Ich habe sowieso noch was zu klären. Wegen dieser Dealer. Willst du sie etwa anzeigen? Da wäre ich vorsichtig, mein Lieber. Weißt du, was einer von den Typen mir erzählt hat? Dass ich tot bin. Wie bitte? Ein Scherz vielleicht. Oder eine Drohung. So klang das nicht, nein. Ein gewisser Jay erzählt das offenbar rum. Richard, das sind Junkies. Die sind voll drauf. Die hängen den halben Tag in Neverland oder sonst wo rum. Weißt du, wer damit gemeint sein könnte? Irgendein Hacker wahrscheinlich. Irgendwas war mit seinem Arm. Ein Hacker? Jay? Irgendwas mit seinem Arm? Oh, ich hab gegähnt. Ich hab gar nicht mitgekriegt, dass die weggelaufen ist. Diesen Anarcho. Ich dachte jetzt, Entschuldigung. Warte mal, ich zieh dir mal ein bisschen Material zu den Stichworten aus dem Archiv. Vielleicht findest du ihn da. Okay. London, wie es heute bekannt wurde, haben Cyberkriminelle bereits im vergangenen Monat den Kommunikationszugriff. Ja, das kennen wir schon. Hier. Augmentierung produziert Untermenschen. Soziologen war vor der Washington, der Soziologe Jonathan Miller hat in einem Interview Augmentierungstechnologien kritisiert. Hier ist was. Oh, die Maus. Jetzt. Jay Kosowski. Gesuchter Terrorist. Untergetaucht. Aha. Untergetaucht. Okay, aber wo? Da haben wir schon was. Digital Candy. Terroristen aus dem Umfeld des Doomsday Clubs. Diese Breakpoint-Hacker vermutlich. Aha. Jack McHale. Dass unsere beiden Gründer, Andy West und Jack McHale, am 22.06.2006 bei einer Drohnenattacke. Aha. Du meine Güte. Police Bots. Ach so. Zurücklegen. Zurücklegen. Noch mehr Bots. Wundervoll. Nein. Herr Gering aufgeflogen. Hier ist nochmal was mit Kurtz. Jeff Kosowski. Augmentierter Arm. Aha. Ein Herr fehlt mir aber noch. Welchen habe ich noch nicht angeschaut? Hackeringberuf, unbekannte Spuren, Polizeibespitzel. Eine Panzerfaust und flohen von. Ein Sprecher sagte. Anarchisten.
Wo kann er sich verstecken? Das führt weiter. Doomsday Club. Das sieht interessant aus. Jeff Kosowski. Robotics-Forscher. Augmentierung am rechten Unterarm. Gilt als Maschinenstürmer. Breakpoint. Untergetaucht. Verbindungen zur anarchistischen Szene Berlins. Doomsday. Das ist dieser Anarcho-Club. Ja, da könnte ich es versuchen. Okay, Steve. Danke. Wegen der Movescan-Abfrage melde ich mich. Du willst zum Doomsday? Bist du verrückt? Da ist jede Woche eine Razzia. Ich will wissen, warum ich angeblich tot bin. Was soll denn das, Richard? Das ist nur Junkie-Geschwätz. Du lebst doch. Kümmere dich lieber um Tracy und James. Und um deine Gesundheit. Ich weiß nicht, Steve. Ich habe ein ungutes Gefühl. Warum glaubt er, dass ich tot bin? Vielleicht weiß er auch was über Tracy und James. Gut. Wir müssen hier weg. Ich denke mal, wir müssen das Taxi da draußen nehmen. Kommen wir hier raus, ja. Entschuldigung. Tja. Da draußen stand nämlich ein Fahrzeug. Wir gucken mal, was passiert, wenn wir da hingehen. Berlin Zentral. Da. Das ist der Scan da hinten. Da ist aber noch ein Dreieck. Helfen Sie unseren Behörden, Krankheiten zu besiegen. Helfen Sie unseren Behörden, warum Kriminalität effektiver zu bekämpfen. Helfen Sie unseren Bar. Ich geh mal da gucken. Der Mars. Unsere Zukunft. Als Marskolonist bei Red One helfen Sie mit, eine neue Welt zu erschaffen. Obdachlose? Bots haben Ihnen den Job weggenommen? Wo haben Sie gearbeitet? In einer Botfabrik. Was? Die Bots bauen sich jetzt selbst? Ist ein bisschen komplexer. Aber mehr passt er nicht aufs Schild. Sorry, ich hab nur diesen Riegel. Mein Assembler streikt. Danke, Mann. Sie sind ein Heiliger. Felix Anders. Geil. Dann kann er dafür gleich auf der Straße leben, oder wie? Der Mars. Unsere Zukunft. Als Marskolonist bei Red One helfen Sie mit, eine neue Welt zu erschaffen. Neu anfangen. Zukunft mitgestalten. Der Kabinka irgendwie nur zu verfolgt auf einen... Wie benutze ich das denn jetzt? Komme ich denn da jetzt hin? Kann hier nichts machen. Scheiße. Ich dachte, ich kann damit jetzt losfahren. Da ist noch was. Ach, das ist der Scan. Scheiße, ich will mich nicht scannen. Kiosk, hier gehen wir noch was ums Kiosk. Nolan? Was ist denn mit Ihnen passiert? Gar nichts. Geht schon. Oh Mann. Ich rufe Medi Central. Es geht schon. Irgendwas machen hier? Halt! Nein. Dachte, ich kann da jetzt einfach so hinfahren, aber guck mal, ich komme hier gar nicht weiter. Hier ist alles abgegrenzt. Mal über Platz! Ich bin Nolan. Ich hab doch nichts gestohlen. Kann ich hier durch? Nein, guck mal, hier kann ich nirgendwo durch. Wie soll ich denn in diese olle Bar kommen, wenn ich da nicht hin kann? Ich wollte mit diesem Fahrzeug fahren. Kabinencar, hier kann ich nichts machen. Und hier kommt nur ein X und kein... Also kann ich hiermit auch nicht fahren. West Plaza Tower? Kann ich nur nach Hause gehen? In mein Loft? Wer weiß, wie lange ich mir das noch leisten kann. Schon wieder zurück, Sir? Sieht ganz so aus. Hatten Sie einen erfolgreichen Tag bisher? Suchen Sie etwas. Kann ich Ihnen helfen? Du kannst mir helfen, indem du den Mund hältst. Okay. Na gut.
Welches Fahrrad? Ich kann das alles nur untersuchen. Ich komme hier erstmal nicht weiter. Cloud Hub? Kann ich hier was machen? Nee, ich kann hier immer nur untersuchen. Holopinwand. Gibt es hier neue Einträge? Nein, Jeff Kosowski behauptet, dass ich tot bin. Der Anarcho-Club. Ja, das wissen wir. Simon, du stehst im Weg. Geh weg hier. Lass mich durch. Was ist das da? Hä? Bücher. Achso. Die haben wir auch untersucht. Ja. Na gut. Dann machen wir erstmal Feierabend. Ich mache jetzt auch für heute Schluss. Ich bin ein bisschen immer noch deprimiert. Ich bin ein bisschen müde außerdem. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich danke fürs Zuschauen und tschüss.